Hallo ihr Lieben, das Team vom Familienzentrum möchte euch heute eine tolle Beschäftigung für und mit euren Kindern zeigen. Passend zur Jahreszeit wollen wir nämlich Eistiere machen. Ihr braucht dafür gar nicht viel, am besten eine Plastikschüssel oder eine Tupperdose, die ihr einfrieren könnt, verschiedene Figuren, Naturmaterialien und eventuell ein bisschen Lebensmittelfarbe, um das Wasser einzufärben. Hier seht ihr das alles. Zuerst bitte die Figuren oder Gegenstände in die Schüssel stellen und dann mit Wasser oder gefärbtem Wasser auffüllen. Ihr könnt das entweder zusammen mit euren Kindern machen oder alleine vorbereiten und dann den gefrorenen Eisblock als Überraschung sozusagen euren Kindern präsentieren. Das Ganze müsst ihr dann kalt stellen, so wie hier, auch am besten über Nacht, dass das Eis richtig durchgefroren ist. Sogar dem Eisbären ist kalt, wie man sehen kann. Es bilden sich dann überall ganz feine Eiskristalle. Lasst eure Kinder an solchen Beobachtungen teilhaben. Überlegt gemeinsam, wie diese Eiskristalle wohl entstehen. Und ihr könnt natürlich im Vorfeld dazu noch ein bisschen recherchieren. Dann als nächsten Arbeitsschritt die nächsten Tiere oder Figuren in die Schüssel geben und dann wieder mit Wasser auffüllen. Das Wasser kann auch in einer anderen Farbe sein. Das Ganze dann wieder festgefrieren lassen. Und dann seid ihr fast fertig mit der Vorbereitung. Zum Experimentieren mit dem Eisblock, diesen aus der Schale rauslösen, vielleicht mal kurz in warmes Wasser stellen und dann in ein großes, wasserdichtes Gefäß geben. In diesem Fall ein tiefes Backblech, ihr könnt aber auch eine Plastikschüssel oder ähnliches nehmen. Dann können die Kinder loslegen. Am besten empfiehlt es sich, dass die Kinder am Anfang auch um ihre Kreativität zu schulen, erstmal selber mit diesem Eisblock ein bisschen experimentieren. So, wie werde ich wohl die Figuren da rausbekommen? Wie fühlt sich das Eis an? Ist das kalt? Ist das hart? Vielleicht habt ihr ja zu Hause auch noch kleines Kinderspielzeug oder Werkzeug, mit dem die das da rausholen können. Alternativ mit der Hand dran oder mit warmem Wasser und einer Schöpfkelle. Das geht zum Beispiel sehr gut. Die Kinder haben vielfältige Fördermöglichkeiten durch dieses Experimentieren mit Eis. Also sie schulen sowohl die Wahrnehmung als auch die Kreativität beziehungsweise nach kreativen Lösungen, Problemlösungen zu suchen. Sie können damit spielen, was Kinder ja sowieso gerne machen, zum Beispiel den Eisbären wieder dann auf die Eisscholle setzen und so weiter. Als kleine Alternative für die etwas kleineren habe ich dann einfach nochmal buntes Eis eingefroren, also verschiedene Schichten in verschiedenen Farben und habe den Kleinen, der ist jetzt 2,5 Jahre alt, einfach damit experimentieren lassen. Also wirklich, was passiert mit dem, das ist aus dem blauen Handschuh mal gewesen, also ein Handschuh mit blau gefärbtem Wasser sozusagen, so ein Einmalhandschuh. Was passiert damit? Wenn ihr viel Lebensmittelfarbe in die Figuren und die Eisblöcke reinpackt, kann man damit sogar malen. Und das war's auch schon. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und Experimentieren mit euren Kindern und bis bald!